Es ist so, viele Sachen sind eigentlich sehr unangenehm, die man so macht. Aber wenn es vorbei ist, dann freut man sich, das wie kalt duschen. Man will es zuerst nicht und wenn man es gemacht hat, dann fühlt man sich besser. Rammstein hat natürlich unheimlich viele Effekte und jeder möchte auch gerne Bestandteil dieser ganzen Effekte sein. Und es ist natürlich unheimlich schwierig, wenn jemand ein Instrument spielt, diese Effekte zu handhaben. Das Schlimme ist immer, wenn Till hat diese beiden Arme und dann drückt er auf die Knöpfe und da kommt nichts. Ah, das sind zweimal passiert oder so. Dann weiß ich, jetzt gibt's richtig Ärger eigentlich. So, und dann geht er wieder nach hinten. Dann gehen alle hinten weg, weil sie wissen schon, dann hört man irgendwas krachen oder splittern, wird irgendwas zerkloppt. Dann hat Till ganz, ganz schlechte Laune. Also dann bin ich immer froh, dass ich in der Band mitspiele und nicht ein Feuerbeauftragter bin. Die haben dann ganz schlechte Karten. Das ist der sogenannte Schützenschnaps. Der ist also unmittelbar, bevor es auf die Bühne geht. Das ist so ein Bandritual. Wir trinken halt einen Tequila. Das ist so zum, ja, so ein Aufwach-Ding. Jetzt geht's los. Wenn ich weit genug draußen bin, dann denke ich so, jetzt müsste ich doch zurück. Und kann es gar nicht so richtig beschreiben, wie es funktioniert, dass man auf einmal wieder zurückfährt. Man kann zwar ein bisschen das Gewicht verlagern, das haut auch manchmal hin, aber irgendwie ist es dieses Chaos-Prinzip, dass alle irgendwie wissen, was sie zu tun haben und automatisch auch machen und dich dann wieder zurückbringen. Das ist ganz seltsam, ne? Eben war noch diese Magie da, des Konzerts, und sobald der letzte Ton verklungen ist und der Abspann gelaufen ist, geht das Saallicht an, Leute raus und alle fangen an mit ihrer Arbeit und packen es schnell wieder ein. Also sieht man immer, was das nur für so einen Augenblick ist, ne, den man da lebt. Ist man kurz da, findet es statt und dann ist Geschichte. Also.